Ein herzliches Hallo und willkommen aus unserem Business Solution Center hier in Wiesbaden, beziehungsweise genauer gesagt im Herzstück der Eventhalle. Mein Name ist Stefanie Hartung und ich würde gleich mal die beiden Systeme live präsentieren. Noch kurz zur Info für die Zuschauer, die das Solution Center hier nicht kennen. In der Eventhalle installieren und demonstrieren wir stets aktuelle Applikationen für den Endkunden. Die Halle selbst hat eine Größe von ca. 120 Quadratmeter und eignet sich somit perfekt als unser Testlabor für zum Beispiel Event- oder auch Hörsaalszenarien. Kommen wir nun zu der eigentlichen Demo, das heißt, fangen wir mit dem sogenannten Audio-Tracking an. Was ihr hierfür benötigt, ist eine sogenannte Pan-Tilt-Zoom oder auch kurz PTZ-Kamera. Dabei kann es jede PTZ-Kamera aus unserem aktuellen Lineup sein. Jede dieser Kameras kann bis zu 100 Presets speichern und somit ist sehr flexibel eingesetzt werden. Als Mediensteuerung nutzen wir die CP3-Serie von Cresson, aber auch die neuere 4er-Serie kann dafür verwendet werden. Als Eingabegerät ist hier das 10 Zoll Touchpanel von Cresson zu sehen, was aber nicht zwingend notwendig ist. Die fehlende Komponente ist jetzt noch das Deckenmikrofon, in diesem Fall das TCC2 von Sennheiser, aber auch das MXA 910 von Shure ist dafür einsetzbar. Wie ihr seht, haben wir das Mikrofon abgehängt und es schwebt ca. 3,80 Meter über den Boden. Reichlich Raumvolumen, also auch Luft nach oben, ist dabei vorhanden. Bei solcher Installation wie dieser erkennt man die Stärken des TCC2 und dessen Exclusion Zones in Bezug auf eventuelle Nachradzeiten aufgrund der sich anschließend fehlenden Decke. Die Kamera, welche wir hierfür verwenden, ist die AWHE38 und überträgt den Sprecher innerhalb der Halle mit Blick zum Moderator oder auch Dozenten. Wir haben hierfür mittels des Cresson-Moduls vorab 6 Zonen definiert. Auf einer Zone befinde ich mich zum Beispiel aktuell. Der gelbe Punkt links neben der Zone markiert, ob in dieser gerade eine Schallquelle erkannt wird. Ich befinde mich in der Zone 5 und wie man sieht, ist diese hier auch der gelbe Punkt. Links daneben befinden sich weitere Zonen, die ihr vorab über die Eingabemaske je horizontalen als auch vertikalen Raumwinkel definieren könnt. Das könnt ihr ganz einfach machen mittels des Webinterfaces von Sennheiser. Da könnt ihr das Ganze dann ablesen. Um das System einmal live zu demonstrieren, würde ich gerade einfach mal in eine andere Zone gehen. Sonst wäre das Ganze auch etwas langweilig. Wie bereits beschrieben, basierend jetzt auf meiner Sprache, wird das dementsprechende neue Kamera-Preset angefahren. Ich würde jetzt nochmal in eine weitere Zone wechseln. Am Touchpanel generell könnt ihr natürlich auch entsprechend noch zum Beispiel den dB-Wert, den Mindestschwellwert einstellen. Ihr könnt aber auch weitere Einstellmöglichkeiten noch durchführen. Das Zeitintervall, bis die Kamera reagiert, lässt sich ebenfalls am Touchpanel mit den Reglern definieren, genau wie auch zum Beispiel der Mindest-dB-Wert. Falls mehrere Schallquellen in einem Raum erkannt werden, wird das Default-Weitwinkel-Preset angefahren. Das kann ich zwar jetzt nicht so schön alleine demonstrieren, aber ich freue mich über Live-Termine hier in Wiesbaden oder auch remote. Wie ihr gerade gesehen habt, seht ihr jede Pan-, Tilt- und Zoom-Bewegung in einer entsprechenden Geschwindigkeit. Diese kann natürlich auch eingestellt werden. Kommen wir nur noch kurz zu unserer eigenen Panasonic Auto-Tracking-Lösung, um etwas den Unterschied zu verdeutlichen. Aber keine Sorge, ich halte mich kurz. Hier gibt es je nach Applikation die Software AWSF100 oder auch SF200. Mittels der GPU-basierten Software können unsere aktuellen PTZ-Kameras ohne zusätzlichen Operator einen Sprecher live verfolgen. Somit ist dies die Live-Lösung für eine Person. Das Interface ist ähnlich zu unserer kostenlosen Software PTZ Control Center. Jeder zu sehende Befehl kann via unserer API gesteuert werden. Somit kann das Tracking auch auf einem Touchpanel easy integriert werden. Nachdem das Tracking aktiviert ist, kann ich mich nun bewegen und werde von der AWHE100 hier live verfolgt. Wie ihr seht, ist es egal, ob ich in die Kamera schaue, eine Maske trage oder mich auch zum Beispiel zu einer Tafel drehe. Durch die GPU-basierte Body Detection wird mittels Deep Learning, das ist ein Algorithmus zur Erkennung von Bildmustern, der Sprecher live verfolgt. Weitere Features sind zum Beispiel Pan-Tilt-Limiter, insbesondere für das Thema Datenschutz ist es eine wichtige Einstellmöglichkeit, um beispielsweise Türen auszulassen und somit den Datenschutz nicht zu verletzen. Natürlich gibt es noch weitere Features oder auch Einstellmöglichkeiten des Tracking-Systems. Diese könnt ihr dann im aktuellen Menü auf unserer PaaS-Seite nachlesen.